Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Sao Paulo mal wieder und heute fliegen wir aber nicht mit Lufthansa, auch nicht mit Swiss, nein, wir fliegen mit Emirates in der A380, 14 Stunden lang und First Class. Wie es dazu gekommen ist, weil wir haben nicht First Class gebucht, das sage ich euch gleich im Laufe des Videos. Jetzt gehen wir aber erstmal in die American Express Lounge, weil das ist die Vertragslounge hier in Sao Paulo von Emirates. Als First Class Gast kann man auch in den First Class Bereich hier gehen in der American Express Lounge, aber ist jetzt auch nicht viel anders, beziehungsweise haben wir nur ein separater Bereich, also jetzt kein First Class Lounge Erlebnis, wie zum Beispiel in Dubai. So. Cheers. Ich hab's gerade schon gesagt, aber sehr voll. Dompi auch so. Der Dompi kommt gleich. Bye bye. So. 303 ist unser Gate heute. Die A380, habe ich noch gar nicht erzählt, wir fliegen ja mit der A380. Dafür gibt es genau endlich wieder. Wir versuchen ja so viel wie möglich A380 nochmal auszuprobieren, zu fliegen, weil irgendwann wird es sie nicht mehr geben. Und sie sind ja mittlerweile rar geworden unter den Airlines. Ne? Ja, also wir haben gerade schon gesagt, wir kennen ja den Flughafen Sao Paulo fast wie unsere Westentasche, weil wir sind so oft hier. Wir sind hier mit Lufthansa First abgeflogen, Business mit der Swiss. Wir sind hier türkisch abgeflogen, Qatar Airways. Oh, ja. Wir können euch alles quasi gerne mal verlinken unten oder drückt nochmal auf das i, könnt ihr mal ein paar sehen. Also wir sind hier schon oft abgeflogen, weil es auch relativ einfach und günstig ist, hier herzufliegen und besonders zurück. Das ist einer der besten Travel Hacks. Bucht von hier aus einen Award, also einen Premiumflug und ihr zahlt so gut wie keine Steuern und Gebühren, weil Brasilien es nicht erlaubt, dass man diese Gebühren weitergibt an den Kunden. Das heißt, sind hier Prämienflüge besonders günstig und einfach zu buchen. Ja. Hello. Hi, hello. Hey. My colleague will be assisting you. Okay, yes. Perfect. I'm really good. Thank you so much. Genau, das ist sie, die First Class. Sie sind in drei Reihen, in der Mitte sind drei Reihen, vier Reihen gibt es an den Seiten der Einzelplätze. Wir haben uns diesmal für die mittleren Plätze entschieden, weil wir nebeneinander sitzen wollen. Und es sind alles Suiten, wie ihr sie hier kennt. Ach ja, stimmt, war ja so. Hier gibt es ja gar keine Overhead-Bins. Ich musste ja das zurechtfinden. Es ist ja in der First Class hier so, dass es hier keine Overhead-Bins gibt. Es ist ein großer Raum und dafür muss man seine Koffer oder kann man seinen Koffer vorne, vor mir, quasi mit so einer Art Anschnallgurt festmachen. Ja, das ist gut. Thank you. Okay, also ein kleiner Kompromiss heute. Es gibt also erstmal kein Dom Pérignon, sondern den Veuve Clicquot, das ist der Business Class Champagner. Ich verstehe jetzt nicht so ganz warum. Sie hat gesagt, sie könnte jetzt vor dem Start die Bar nicht öffnen, aber ob jetzt der Business Class Champagner oder der First Class Champagner geöffnet wird, ist doch eigentlich egal. Aber lass es nicht streiten. Ja, und es sieht so aus, als wären wir auch sogar alleine in der First Class Kabine. Wir haben wie viele Plätze? Haben wir 2, 4, 6, 14, 14 First Class Sitze und zwei davon sind durch uns besetzt. Der Rest ist frei. Das heißt, alles für uns. Hoffentlich ist auch genug Dom Pérignon dann da und Kaviar. Dominik ist schon ganz geil auf den Champagner und auf den Kaviar. Ja. Ja. Obrigado. Ja, wir sind quasi noch in Brasilien, also kann ich mich auch über Portugiesisch bedanken. Ja, da ist an der Veuve Clicquot der Welcome Drink hier. Cheers. Veuve Clicquot. Cheers. Oh. Size and the slippers. Thank you so much. Was alles kommt, schaut mal. Ich habe also quasi so einen kleinen Beutel mit, oder Tasche besser schon gesagt, genau, dem Slipper. Und das finde ich immer so geil. Das ist ja der Pyjama. In dem kleinen Case ist der Pyjama drin.
Und das kann man extrem gut für einen Computer benutzen. Das ist also quasi immer unser so ein kleiner Travel-Hack, kann man auch nennen. Quasi die Dinge, die man im Flugzeug bekommt, kann man jetzt zu Hause entsprechend weiter verwenden. Genauso wie die Amenity-Kits, das hier zum Beispiel hier ist. Das ist Bulgari und richtig schwer, viel drin, aber was da drin ist, gucken wir nachher nochmal an. Ich denke, es müsste auch wieder für Mann und Frau unterschiedliche Varianten geben. Aber was ich am tollsten finde, was mir als erstes aufgefallen ist, ist dieser kleine Basket hier. Sie haben die Süßigkeiten ausgetauscht. Früher waren da andere Dinge drin, wobei, das kenne ich, das ist also das sind so kleine Lakritz-Schokokugeln. Und dann gibt es getrocknete Früchte, Weingummis und Chips. Schokolade, Lindschokolade ist natürlich auch dabei und noch ein paar Nüsse. Kann man auch als Essen und nachbestellen, quasi auffüllen lassen. Ist kein Problem. So. Welche Farbe magst du am liebsten? Ich bin Fraktion Rot. Ich mag die Roten am liebsten. Und ihr? Ich mag überhaupt keine Gummibären. Ich hasse Gummibären. Diesen kleinen, die kleine Bar hier, das ist eine gekühlte Bar, die auf Knopfdruck verschwindet. Und auf Knopfdruck wieder aufgeht. Und da habe ich dann, ja, oder auch nicht. Genau. Ah, es wird noch befüllt, also nicht anschnallen. Da sind dann also Getränke drin wie Wasser mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure, Pepsi oder 7-Up. Es gibt sogar eine Pepsi Light, Diet Pepsi. Cool. Ja. Dann habe ich hier neben dem Spiegel, im Spiegel, übrigens unter dem Spiegel, schaut mal, sind da so kleine Cremes drin und auch ein feuchtes Tuch, also und ein Sleep Oil, was ich auch mache. Alles zu mitnehmen. Ein Pillow Mist, also da kann ich also quasi mein Kissen einsprühen. Dafür. Pillow Mist. Ja. Tatsache. Weil ich lüge oder was? Das ist aber sehr dekadent, du. Das gab es aber schon mal irgendwo, aber das fand ich nicht so toll, das hat so komisch gerochen. Und das kannst du auch alles mitnehmen. Finde ich cool. Ja, klar, kann man verschenken. Also einen Notizblock mit Emirates Stift. Ja, wie kommen wir jetzt eigentlich dazu, hier in der First Class von Emirates zu fliegen, zu sitzen? Ich kann natürlich jetzt einen auf groß machen. Ich liege hier in einem Bett in der Luft. Nein, das machen wir natürlich nicht. Das ist ein kleiner... Nein. Wir haben tatsächlich auch unsere American Express Punkte eingelöst dafür. Die kann man transferieren 5:4 von American Express Rewards Punkten oder Membership Punkte Konto zu Emirates direkt. Und dann kann man das direkt bei Emirates buchen. Ja, und da ich aber nur Business Class gebucht habe und die Kabine leer war, wurde mir direkt bei der Buchung, also direkt nach der Buchung, ein Upgrade angeboten für 60.000 Meilen, was nicht wenig ist, das muss ich schon sagen, aber keine weiteren Euros, es sind nur die Meilen. Beziehungsweise die Punkte, die man einlösen muss. Und dann sitzt man entsprechend hier in der First Class. Und das hat sich in diesem Fall auch gelohnt. Bei 14 Stunden und durch die Nacht ist es eigentlich das Beste, was man machen kann. Alles, was ihr über Punkte maximieren oder wie man das am besten anstellt, wie man Punkte sammelt und wie man die am besten umsetzt und maximieren einsetzt, das erkläre ich euch in unseren Travel-Kursen. Online-Travel-Kursen. Da könnt ihr gerne auch das i oben rechts in der Ecke drücken und dann seid ihr auf jeden Fall bestens informiert, wenn ihr das durchgeschaut habt und könnt dann so reisen, wie wir es auch tun. Some almond, plain and orange peel. Please enjoy. Almond. Please enjoy my colour of the coffee. Thank you, obrigado. Enjoy. Und da ist das schon der auch obligatorische, der gehört immer zum Service dazu. Arabic Coffee. Kaffee. Mit Datteln zur Auswahl, da verschiedene. Es gab einmal mit Orange, einmal mit Mandel, habe ich genommen, und da halt die ganz normalen. Ah, thank you. Da ist dann auch das heiße Tuch. Ja, und das duftet. Dominik bekommt jetzt auch sein Kaffee. Ja, dann wurde ich abgelenkt. Große Kissen ist da und das Bett wird dann entsprechend gemacht. Und mehr gibt es erstmal nicht, was hier so liegt. Es wurde ja so viel schon gebracht, wie denn Pyjama, Slipper, kann ich alles nachher anziehen. Aber ich habe hier auch noch ein Case, also eine Box mit den Kopfhörern. Es sind Over-Ear Noise Cancelling, Bowers & Wilkins. Das sind richtig teure Kopfhörer.
die es hier in der First Class von Emirates gibt. Ich denke mal, für den besten Klang, das Klangerlebnis ever. Wir werden es sehen. Oh, der ist sogar berührungsempfindlich. Also ein riesengroßer Monitor vor mir. Berührungsempfindlich ist auf jeden Fall. Ich kann darauf alles auswählen, was ich möchte. Aber ich kann dafür auch einfach den Controller hier nutzen. Ja, den an. Oder den ich aber jetzt gerade nicht, den ich jetzt nicht rauskriege, weil er noch gelockt ist. Das wird also quasi erst am Start freigegeben. Den kann ich also nutzen, um entsprechend auszuwählen, was ich sehen möchte, was ich hören möchte, was ich ja erleben möchte. Ich werde jetzt mal ganz dekadent sein. Ich werde nachher mein Lufthansa-Shirt anziehen. Hier Business in Class. Emirates First Class. Aber wirklich, das ist ja eigentlich schon ein Fauxpas. Na, ich vertrete die Lufthansa hier. Und schon werde ich hier abgestellt. Werde ich hier unterbrochen. Ja. Das gibt's hier wohl nicht. Und die nächste. Hilfe! Was kann ich denn hier alles einstellen? Ach, mein Sitz kann ich einstellen. Privacy. Also ich hab die Sitzheizung schon an. Du auch? Nein. Ich habe die Sitzheizung an. Ich mag es, wenn es warm um meinen Arsch ist. Das hat keine Sitzheizung. Das wäre mir sicher, das ist eine Sitzheizung. Im Ernst? Nö. Das wäre mir auch echt neu. Aber warum hat das? Warum haben sie es eigentlich nicht? Aber es heiß genug ist. Stimmt. Ich bin heiß genug. Was denkst du denn? Bei mir hakt's. Dass es bei dir hakt, das war mir klar. Heute kein Menü. Es ist Überraschung. Surprise, surprise. Lass dich überraschen. Nein, also die fehlt noch, die Menükarte. Ja. Die kommt ja immer in so einem schönen Leder. Du tust ja gerade so, als wenn du es ja noch nicht gesehen hättest, ne? Ja, ich habe natürlich vorher schon geschaut. Man kann in der App gucken, was es gibt. Und ja, es gibt leckere Sachen. Die Karte ist ewig lang, weil man hat ja am Anfang ja noch die ganzen Cocktails, die ja schon zwei Seiten ausmachen. Dann gibt es die Spirits. Also wird erstmal mit Alkohol zugeschüttet, bis man dann zum Essen kommt. Und dann kommt das Breakfast. Aber Breakfast, also Frühstück, muss ich jetzt nicht haben. Nein, danke. Es gibt kleine Canapés, Parmesan and Truffle Aromatik. Aha. Appetizers, Kaviar natürlich, das festgesetzt. Suppen gibt es. Dann natürlich das Mise, gibt es ja immer. Couscous-Salat, ist ein normaler Salat. Und dann Main Course, Filet Mignon. Gegrilltes Hühnchen mit Gemüse. Die Yucca-Gnocchis. Die Gnocchis. Na, Gnocchi. Gnocchi heißt das. Die Yucca-Gnocchi. Also Gnocchis, ja. Gnocchi. Ich esse die Gnocchis. Die Gnocchis. Die Gnocchis. Wie, das ist wie Chorizo, ne? Da hat mich ja mal ein Zuschauer... Chorizo. Ja, genau. Die Chorizo mit so... Chorizo, ich wusste es, ehrlich, ich muss zugeben, ich wusste es nicht, wie man es ausspricht. Jetzt habe ich es gelernt. Ich sag's aber jetzt trotzdem nicht, weil ich es vergessen habe. Ich glaube, Chorizo. So heißt es nämlich. Chorizo, das hört sich sehr französisch an. Also es ist immer sehr schwierig. Also klar, es gibt auch verschiedene Aussprachen. Und die Lightbites sind auch geil. Also es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Jetzt kann ich gerade nicht annehmen. Schick. Also ein neues Instagram-Bild hat er gemacht, gerade so zwischendurch. Guck mal. Orchideen, ich würde fast sagen, das sind thailändische Orchideen, die gibt es ja immer in Thailand. Ganz echte, nicht unechte, sondern echte Orchideen gibt es hier in jeder einzelnen Kabine. Schaut mal. Können wir jetzt mal los? Ich hab Hunger. Cabin crew, all doors in flight. Meine Damen und Herren, Kapitän Stefan Bamberger und die gesamte Besatzung begrüßen Sie ganz herzlich an Bord dieses Lufthansa Star Alliance Fluges nach Frankfurt.
Cockpit. Ne? Man merkt gar nicht, dass es los geht. Hier. Hier nichts, dir nichts. Und es geht. Ziemlich geil, wie leise das ist. Ja, wie immer A380, ne? Oh, wir haben hier. So viel Start verpasst. Ja. Oh yes. Thank you. Und da ist er, der Dom Perignon, der 2008er Vintage. Vintage. Cheers. Ja, schmeckt auch gleich ganz anders. Und warme Nüsse. Ja. Ich habe so meine Lieblingsnüsse. Hier Pistazien. Und Pistazien sind dabei, aber nicht so viele. Die muss ich mir raussuchen. Schon jetzt los. Also wir sind gerade mal so 10 Minuten in der Luft, würde ich sagen. Okay, noch ein bisschen länger, weil es dauert ein Stück, bis die Anschaltzeichen aus sind. Aber gefühlt nicht lange. Und schon geht's los mit kleinen Canapés. Ich muss ehrlich sagen, bei der Lufthansa kriegt man wenigstens eine Erklärung in der First Class, was es hier an Canapés gibt. Und hier kriegt man keine Erklärung. Nee, die habe ich auch nicht bekommen, das stimmt. Aber Soup. With the Soup. Ja. Yeah. Okay. Thank you. So, Bestellung ist aufgegeben. Ja. Also ich habe jetzt gerade mal meine Flugbegleiterin gefragt, woher sie kommt, weil mich interessiert das ja. Und sie kommt von Belarus. Also ich hätte jetzt Moskau geschätzt. War ja gar nicht so weit weg, muss ich sagen. Und ich habe die Gnocchi. Gnocchi. Gib's zu. Jeder italienische Mann. Ja, genau. Instant. Ja. Gnocchi. Ja, wie kann ich nur? Ich finde das eigentlich ganz witzig. Wie spricht man dies und wie spricht man jenes aus? Und ach, Leute, es ist, das Leben ist zu kurz, als dass man sich darüber Gedanken machen muss, ob es jetzt Dom Perignon, Gnocchi, Gnocchi oder was weiß ich was heißt. Hauptsache es schmeckt. Und ich habe vegetarisch, das ist schon mal etwas, bestellt. Und ich finde es etwas enttäuschend, dass ausschließlich französische Weißweine auf der Karte stehen. Also, ich finde es nicht gut. Jeder kann das empfinden, wie er möchte, aber ich finde es nicht gut, weil ich hätte gerne eine Auswahl gehabt. Aber es gibt auf der Weinkarte, wenn ich jetzt reinschaue, 4 französische Weißweine und 3 französische Rotweine und einen australischen, also Emirates, ehrlich. Oh, das müsst ihr sehen. Wisst ihr, was das ist? Das Waldorf Astoria Malediven macht hier Werbung bei Emirates und ich habe gleich wieder Fernweh. Das war so toll. Schaut euch das Video an vom Waldorf Astoria auf dem Malediven. Da waren wir über Weihnachten und es war so, so toll. Und vergesst nicht, dieser Moment. Na, ihr ahnt schon, was jetzt kommt, oder? Es gibt nicht ganz so viele First-Class-Produkte oder auch Business-Class-Produkte, die einen geschlossenen Bereich bieten. Aber ich glaube, Emirates war mit der erste Anbieter, der in der First Class tatsächlich eine verschlossene Suite angeboten hat. Und okay, die Szene, die ich jetzt mache, die kennt ihr ja wahrscheinlich aus unseren anderen Videos bereits schon auswendig. Aber ich muss zumindest damit das Video komplett ist, zeigen, dass ich, wie gesagt, einfach mal die Tür hier zumachen kann. Genau.
Genau, und jetzt bin ich hier oben und es ist komplett zu und sie ist auch relativ hoch. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht so einfach reinschauen. Man muss also direkt davor stehen, um reingucken zu können. Sie ist elektrisch bedienbar, sie geht also zu automatisch und öffnet sich automatisch. Und bietet damit die bestmögliche Privatsphäre hier an deinem Platz. Ein schöner Teller. Also es gibt zum Kaviar, wie ihr es ja vielleicht schon gemerkt habt, immer verschiedene Beilagen. Also diesmal gibt es Kaviar in einer Dose heute. Finde ich gar nicht so verkehrt, wobei es gibt bessere, schönere Aufmachungen. Was ist das für eine Marke? Oh, das ist Gourmethaus-Kaviar. Also das ist dann der Kaviar, den man auch am Flughafen kaufen kann, in entsprechenden Läden. Ja, dazu gibt es Blinis. Auf das Blini macht man dann die Sour Cream. Vorher kann man noch die Zitrone vielleicht auf den Kaviar sträuben. Und halt hier Eigelb, Eiweiß, Zwiebeln und Schnittlauch. Ja, eine ganze Menge. Hätte ich fast ein Fauxpas begangen. Ich darf ja nicht mit dem Messer in den Kaviar gehen. So, das ist jetzt die Dining Position. Also ich werde nach vorne gefahren, damit ich näher am Tisch bin, weil der Tisch, der lässt sich nämlich nicht nach vorne nach hinten verschieben, der ist also quasi starr, aber man kann den Sitz entsprechend nach vorne fahren. Finde ich cool, jetzt bin ich also direkt vor meinem Teller, ich war gerade ein bisschen zu weit weg. Thank you. Es wird also quasi die Suppe gereicht. Die wird am Tisch aufgegossen. Das finde ich cool. Das ist wie im Restaurant. Gut, jetzt als dritten Gang letztendlich für mich gibt es einen Salat, einen frischen Salat mit Salat. Zur Auswahl gab es dann Thunfisch oder Rindfleischscheiben bzw. Streifen. Na gut, das ist ein bisschen dickflüssig. Thank you so much. Die Gnocchis sind da. Die Gnocchis mit... Das ist auch Gnocchi. Ja, ich habe irgendwie keine Lust auch gehabt auf Fleisch heute. Wir hatten in Argentinien genug Fleisch. Und von daher freue ich mich da auch mal ein bisschen wieder Pasta. Pasta, also Gnocchis mit Pilzen und Käsesoße. Gnocchi. Ich habe mich überreden lassen, doch ein Dessert zu nehmen, weil eigentlich bin ich mega voll. Aber es gibt eine brasilianische Nachspeise, ein Kokosnusspudding mit ein bisschen Marmelade dazu und Früchten. Das schmeckt schon sehr speziell. Ich habe noch nie gegessen. Irgendwie so ein bisschen. Es schmeckt speziell. Ja. Perfekt. Weg hier. Ah, so, das war's jetzt mit im Service. Also dann haben sie ein bisschen Zeit gelassen, was ich auch völlig in Ordnung finde. 2 Stunden haben wir jetzt fürs Essen gebraucht und ich denke mal, jetzt werde ich euch noch schnell die Toilette zeigen, denn das ist ja ein was Besonderes, denke ich. Und dann wird mir bestimmt gleich das Bett gemacht. Und dann wird geschlafen. Wir haben noch 12 Stunden, ja, 11 Stunden 40 Minuten. Noch lange Zeit. So, Dominik hat sich jetzt das Bett gemacht, also ihr sehen könnt. Ich ziehe jetzt mal Lufthansa. Genau, er zieht sich jetzt um, macht sich bequem. Wir sind ja, wie gesagt, ganz alleine hier in der großen First-Class-Kabine. 14 Sitzplätze für uns alleine. Wir könnten uns ja auch woanders hinsetzen, aber wir bleiben jetzt mal hier. Also wie gesagt, das ist das Bett, 180 Grad, Liegefläche, Länge, Breite blende ich euch gerne ein. Könnt ihr aber auch auf unserer Webseite sehen. Unter der Rubrik oben könnt ihr das sehen, so fliegt ihr. Da könnt ihr jede Airline mit jedem Flugzeug und jede Konfiguration sehen, wie groß und wie die Ausstattung ist. Ne? Also wie breit und lang der Sitz ist und ob es ein flaches Bett ist oder nicht. Könnt ihr da also eine Übersicht erhalten. Ich zeige euch jetzt mal schnell das Bad und dann würde ich sagen, mache ich ein kleines Schläfchen.
das ist die Riesentoilette, Waschraum, wie man es auch bezeichnen mag. Und das Krasse ja ist, es ist ein großer Bereich hier. Ich habe ein großes Waschbecken, das ist die Toilette selbst. Ich habe sogar einen Föhn. Für was brauche ich einen Föhn? Ja, was, für was wohl auch? Denn hier ist tatsächlich auch die Dusche mit drin. Ich kann also nachher hier duschen, wenn ich wollte. Mache ich auch bestimmt, aber jetzt noch nicht. Ich denke mal wegen Ende des Fluges, da kann man das entsprechend dann auch reservieren. Aber da wir ja die einzigen in der First Class sind, kann ich es mir aussuchen. Und ja, sollte aber auch hier mal gemacht haben. Das ist ganz, ganz wichtig, denn es gibt eigentlich nur Emirates und das war's mit einer Dusche im Flugzeug. Denn Etihad hat ja die A380 abgestellt, ausgemustert, wer weiß, ob sie wiederkommt. Von daher gibt es nur noch da noch eine Dusche in der First Class. Ansonsten, ja, wie gesagt, ist Emirates die einzige Airline. Es gibt auch ganz viel Auswahl an verschiedenen Amenities hier. Shampoo haben wir da, Conditioner, Bodywash zum Duschen, Seife, Showercap, ein kleiner Schwamm zum Duschen und Dental Kit, also Zahnbürsten, Zahncreme und sogar eine Feile. So, fertig. Jetzt gucke ich noch ein bisschen Filme und dann schlafen. Ja, jetzt habe ich also 5 Minuten Zeit, um hier ja, zu duschen. Wir sind zwar, also da wir jetzt hier länger bleiben als 5 Minuten in dieser Kabine, aber 5 Minuten läuft nur das Wasser. Das heißt, schnell duschen, aber ich kann zwischendurch stoppen und wir haben fertig machen. Wir haben jetzt noch 4 Stunden bis zur Landung und ja, dann geht es auch wieder in die Lounge. Da könnte ich auch duschen. Also ich müsste nicht, aber das ist eines der besten Features, der A380 von Emirates in der Luft zu duschen. Wunderbar. Da mache ich jetzt mich schnell fertig und wir sehen uns dann gleich bei einer zweiten Mahlzeit. Ich habe nicht wieder Hunger. Ach, komme ich zurück? Steht da was, ein kleiner Snack, das zu essen an meinem Platz. Schau mal an, Früchte. Hast du das auch bekommen? Nö. Ich habe einen Sonderservice hier. Das merke ich schon, dass du da. Das gehört vielleicht zum Duschen dazu. Aber es ist immer ein richtig, richtig tolles Erlebnis. Und das muss man ja auch auskosten. Wer weiß, wie lange das noch möglich ist, in einem kommerziellen Flug, ne, im Flugzeug zu duschen. Oh, er will mir wieder was zum Einstecken geben. Das nehme ich übrigens mal mit. Das könnt ihr auch machen. So Öl und Dressing in so einem kleinen Fläschchen kannst du gerne mitnehmen nach Hause. Kein Problem. Ja, und das muss man ja auskosten. Habe ich getan. Aber vielleicht ist auch nicht das letzte Mal. Also ist ja nicht so, dass die A380 jetzt plups verschwindet. Aber man weiß ja nie so genau. Eine Sache habe ich noch nicht gemacht. Und zwar der Geräuschtest. Wie laut oder leise ist es hier in der A380 im Upper Deck? 65 Dezibel. Also ich glaube, was Leiseres hatten wir bisher noch nie gehabt. Sehr leise, ja. Aber eine A380 im Upper Deck vor den Triebwerken ist es entsprechend sehr leise. Und ich denke auch, die First Class ist noch ein bisschen speziell gedämmt. Auch der Boden ist gedämmt. Und dadurch ist bei der Lufthansa genauso. Die First Class ist entsprechend wie so ein kleiner Kokon, damit es noch ein bisschen ruhiger ist und ja, entspannter ist. Auf geht's zur zweiten Mahlzeit. Also man kann hier immer bestellen, was man möchte, wie viel man möchte, ja und wann. Und jetzt habe ich vorhin noch gegessen, das war ja auch nicht wenig, war auch ausreichend, aber dann habe ich jetzt 8 Stunden geschlafen. Und jetzt kann es weitergehen. Ich habe mir noch eine zweite Suppe bestellt, es gibt 2 verschiedene Suppen und das Hühnchen. Soße kann man nie genug haben.
das kommt übrigens auch ganz gut. Kaffee oder ein Cappuccino in einem großen Pot, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es die Schweizer Schokolade. Und eine Sache habe ich auch noch vergessen. Und zwar, was ist eigentlich im Emel-Ticket drin? Also es gab ja den Pyjama zum Beginn und das Emel-Ticket. Das ist auch schon wieder neu, in einem neuen Design. Die waren immer unterschiedlich, aber es ist von Bulgari, also das ist ja die Traditionsmarke von Emirates. Und was ist da drin? Das ist aber immer richtig, richtig schwer. Und ich freue mich aber total, in solche Emel-Tickets reinzuschauen. Hier, das ist da erstmal alles drin. Als erstes fällt auf, nochmal eine schwere kleine Tüte oder ein Beutel, besser gesagt. Stoffbeutel oder Seidenbeutel. Mit ganz viel Creme. Oh, was ist das denn? Tygar. Müssen wir mal gucken. Da, schaut euch das mal an. Das ist so richtig schwer und hochwertig. Ein Parfüm, ein Eau de Toilette. Das ist ja geil. Und nicht gerade klein. Da verstehe ich auch, dass man mittlerweile ein bisschen knauserig ist mit extra Amenity Kit. Denn die sind relativ teuer. Es gibt dazu auch noch eine Body Cream, also Feuchtigkeitscreme für den gesamten Körper. Dann haben wir hier noch einen Lippenbalsam, auch von Bulgari. Und Aftershave-Balsam. Alles in einem kleinen Beutel. Aber das Parfüm, das finde ich am geilsten. Das ist sicherlich sehr, sehr hochwertig. Was ist aber, da ist noch viel, viel mehr drin. Ich habe also hier auch noch einen Rasierschaum. Das ist denn der Rasierer. Der war auch schon im Business Class Amenity Kit drin. Dann Zahnbürste, Zahncreme. Gott, das hört gar nicht mehr auf. Taschentücher sind doch da drin und ein Deodorant von Rexona. Ach, und noch was. Und ein Kamm bzw. eher so eine Bürste. Ja, also ich glaube, es ist selten, dass so viele Sachen in einem Ende-Kit drin sind. Und wie gesagt, es ist richtig, richtig schwer, hochwertig und allein schon mit den Bulgari-Parfüm. Krass. Solche Dinge nutzen wir eigentlich selten selber. Die verschenken wir immer. Entweder an Zuschauer bei Instagram oder halt auch unter unseren Patrons. Könnt ihr gerne mal bei Patreon vorbeischauen. Das ist eine Community dort, also die Online-Community, wo ihr uns letztendlich näher folgen könnt. Das heißt, also da posten wir auch Live-Stories von unseren Reisen. Und auch Updates, was ja gerade so passiert ist, denn wir sind jetzt zum Beispiel, wir sind unfreiwillig hier mit Emirates unterwegs. Wir hatten eigentlich eine ganz andere Reise geplant, aber aufgrund von Umständen in Buenos Aires mit PCR-Test, ihr kennt das alles, und Wartezeiten, mussten wir umplanen, stornieren und ja, dann ist das mal rausgekommen. Und dann, das hättet ihr oder würdet ihr entsprechend alles auf Patreon mitbekommen und dort posten wir auch regelmäßig so kleine Travel-Hacks und auch Ideen von uns, ja. Schaut gerne mal vorbei. Drückt auf das i oben rechts in der Ecke. Ja, das war jetzt fast schon wieder 13 Stunden Emirates First Class. Ich habe davon 7 Stunden geschlafen oder 6 Stunden. Das reicht völlig aus. Dann konnte ich halt eine Menge essen, trinken, Filme schauen. Es hat Spaß gemacht mal wieder. Und ich weiß, ich habe dafür jetzt nicht so viel Geld bezahlt, sondern hauptsächlich unsere American Express Punkte investiert. Zu Eis. Das ist ein Spiegel am Ende. Da könnt ihr sehen, was Dominik gerade guckt. Ne? Und ein bisschen Steuern und Gebühren. Wobei das mittlerweile ja so schwierig ist. Bei Emirates, es wurden nämlich die Steuern und Gebühren drastisch erhöht bei One-Ways. Also Return nicht, aber wenn man einen One-Way bucht, also nur einen Hinflug, dann ist es teuer geworden mittlerweile. Da muss man schauen, ob sich das noch lohnt. Aber für uns hat sich das gelohnt, weil wir hätten natürlich für diesen Flug mehrere tausend Euro bezahlt. So haben wir jetzt 60.000 pro Person fürs Upgrade bezahlt und ca. 140.000 Punkte für das reguläre Business Class Ticket. Wir fliegen ja von Sao Paulo oder Dubai nach Frankfurt. Ja, das ist nicht günstig. Es gibt wesentlich bessere Suites, Bots zum Beispiel und unseren, den wir jetzt vor kurzem gehabt haben, von Mexiko nach Barcelona. Ein 5-Suiten-Flight ist meistens die bessere Wahl, denn dann sind die gesteuerten Gebühren erstmal geringer. Und sie
die sind auch von der benötigten Anzahl an Punkten oder Meilen wesentlich attraktiver. Bestes Beispiel ist zum Beispiel auch die First-Class-Strecke von Sri Lanka nach auf die Malediven oder umgekehrt. Da zahlt ihr unter 20.000 Meilen für einen First-Class-Flug. Und wenn ihr Glück habt, habt ihr noch die neue First-Class, den Game-Changer. Okay. Okay, thank you so much. Thank you. So, wir sind die Ersten und die Einzigen, ob sie nicht aussteigen. Interessantes Erlebnis, nicht so spektakulär, wie es mal früher war. Ja, weiß ich nicht, weil man sich vielleicht auch daran gewöhnt hat. Aber ansonsten ist es echt gut gewesen. Das Essen war gut und auch der Service war gut und der Sitz war gut, also von daher kann ich meckern. Und wir haben auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wir haben ja unsere Punkte investiert. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video wieder. Tschüss. Hey, hallo. Das ist auch ein Name. Das hat keine Sitzheizung, das wäre möglich. Sicher, das ist eine Sitzheizung. Im Ernst? Nö. Bei mir hakt's. Dass es bei dir hakt, das war mir klar. Und schon werde ich hier abgestellt. Werde ich hier unterbrochen. Ja. Das gibt's hier wohl nicht.